Hallo und herzlich willkommen zu diesem 3D-Code-Tutorial, in dem wir uns einmal grob die Retopolisierung in 3D-Code anschauen wollen. Und wenn wir 3D-Code zum ersten Mal aufgemacht haben, kommen wir in so ein kleines Startmenü, in dem wir uns eben entscheiden können, was wir denn mit 3D-Code machen wollen. Und hier können wir einmal die Retopolisierung starten auswählen. Wenn wir hier draufklicken, kommen wir nochmal in ein neues Menü. Hier haben wir vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie wir denn unser Modell aufbauen wollen. Wir können hier ein Referenzmodell rein importieren. Das geht bis maximal 4 Millionen Polygone. Sollte unser Referenzmodell mehr als 4 Millionen Polygone haben, müssen wir uns hier für die zweite Möglichkeit entscheiden. Dann muss eben 3D-Code das Modell im Oberflächenmodus des Voxelbereiches bereitstellen, damit das Ganze sauber funktioniert. Und dann haben wir eben noch die Möglichkeit, ein Retobo-Modell oder ein 3D-Modell, das wir schon mal angefangen haben aufzubauen, hier reinzuladen und das hier weiter zu bearbeiten in 3D-Code, also ohne Referenzmodell. Und die vierte Methode ist eben dann die automatische Retopolisierung, die 3D-Code für uns dann vornimmt aufgrund unseres Referenzmodells. Wir wollen aber hier mit der ersten Methode arbeiten, also selbst ein Referenzmodell reinholen. Klicken also hier mal drauf und dann öffnet sich hier dieses neue Fenster. Ich habe hier mal eine Stoßstange vorbereitet von so einem Auto. Wir sehen hier auch nochmal die verschiedenen 3D-Dateiformate, mit denen 3D-Code arbeiten kann. Ich arbeite hier immer mit OBJ, das ist am stabilsten. Dann öffne ich das ganze Ding und da ist mein Modell schon drin in 3D-Code. Ich kann jetzt hier nicht direkt dieses Modell bearbeiten, denn ich will hier ein neues Mesh für das ganze Ding aufbauen. Aber ich kann hier in 3D-Code sagen, wie das Ganze dargestellt werden soll. Und zwar habe ich hier die Taste W, mit der ich in den Wireframe-Modus komme und mir eben anschauen kann, wie die Topologie von meinem Mesh jetzt hier schon mal aussieht. Und wir sehen, dass es ein bisschen grauenhaft anzuschauen und wir wollen hier natürlich eine schöne Topologie für das ganze Teil aufbauen. Dann haben wir hier noch die Taste 1, mit dem wir uns das Ganze noch ein bisschen schöner shaden lassen können. Also hier ist so eine kleine Beleuchtung auf das ganze Ding drauf bekommen, um eben noch mal schöner uns hier die das Verhalten des Lichtes auf unserem Modell anzuschauen, um eben dann auch hier in unserem neuen Modell das Ganze hier schön mit einzubauen. Dann haben wir hier im Ansichtsmenü noch die Möglichkeit, das Backface Culling ein- und auszuschalten. Wir sehen, wenn wir hier auf die Rückseite drauf schauen, dann sehen wir manche Polygone nicht mehr. Das liegt eben hier an dem Backface Culling. Wenn wir das ausschalten, dann können wir auch auf die Rückseite drauf schauen. Ich empfehle aber hier das Backface Culling angeschaltet zu lassen, damit eben die Werkzeuge richtig funktionieren, beziehungsweise die Projektion auf unser Mesh sauber funktioniert. Denn die Projektion auf unser Mesh, das wird automatisch von 3D-Code geregelt. Wie wir uns das einmal anschauen können, wenn wir jetzt hier im Basic-Werkzeug sind, das ist also hier unsere Werkzeugleiste, die können wir auch mal runterscrollen mit dem Mausrad. Wir sehen, wir haben hier ziemlich viele Werkzeuge, die nach verschiedenen Kategorien auch sortiert sind. Aber am meisten wird man hier wohl mit dem Aufbauen und Teilen Werkzeug bei der Retopolisierung arbeiten. Das ist ein sehr, sehr tolles Werkzeug, mit dem wir einfach Punkte erstellen können. Wir sehen, dann geht hier so eine Linie raus. Wir klicken nochmal, haben nochmal einen neuen Punkt erstellt. Und so machen wir das weiter, bis wir eben ein Quad aufgezogen haben. Gehen hier an den Anfangspunkt, das snappt ein und wir haben unser erstes Quad sozusagen erstellt und können hier uns einmal noch die Retopo-Gruppen anschauen. Und zwar können wir die dann ein- und ausblenden. Das ist unsere erste Retopo-Gruppe. Wir können hier auch neue Gruppen erstellen, wenn wir hier einfach auf unseren neuen Layer draufklicken. Je nachdem, was wir ausgewählt haben, in dieser Gruppe arbeiten wir auch. Wir sehen, wenn ich hier die dritte oder zweite Gruppe auswähle, dass sich das Ganze hier so blass einfärbt und uns eben kenntlich macht, oh, wir arbeiten hier nicht mehr in dieser Gruppe, in der Retopo-Gruppe 1, sondern in einer anderen Gruppe. Ich lösche mal hier diese Retopo-Gruppen wieder,
so dass wir eben nur eine Gruppe haben. Warum gibt es so viele Retope-Gruppen, wenn man jetzt zum Beispiel an einem riesengroßen 3D-Modell arbeitet und viele verschiedene Teile hat, dann will man wahrscheinlich auch manchmal Teile ein- und ausblenden und die besser. Und um die besser zu organisieren, gibt es eben hier viele verschiedene Retope-Gruppen. Aber in diesem Fall, wenn man eben jetzt hier nur so ein Teil hat, dann reicht es eigentlich, in einer Retope-Gruppe zu arbeiten. Gut, schauen wir uns das Aufbauen und Teilen-Werkzeug noch mal ein bisschen genauer an. Wir sehen, wenn wir hier drüber fahren mit unserem Werkzeug, dass wir hier weiße und auch gelbe Kugeln bekommen. Weiße Kugeln sagen uns einfach, ja, wir haben jetzt hier an diesen Punkt gesnappt und können hier ein weiteres Polygon aufziehen. Und wenn wir hier wieder an den Punkt snappen, dann bekommen wir wieder eine weiße Kugel. Wir klicken und wir haben ein neues Polygon erstellt. Dann haben wir diese gelbe Kugel. Hier können wir auf Kanten drauf klicken und sozusagen unser Polygon einmal durchtrennen. Also hier einen Cut reinsetzen in diesem Modus. Wir klicken also auf die Kante. Wir sehen, dass jetzt hier unser Werkzeug nicht mehr die Kante erkennt, weil eben der Pinselradius zu groß eingestellt ist. Wir können den hier oben umstellen, wenn wir hier einfach das ein bisschen kleiner machen. Wir sehen auch, dass das quasi unsere Einstellungsleiste für die verschiedenen Werkzeuge sind. Hierbit kann man mal ein bisschen rumspielen, dann kriegt man doch mal so einen genaueren Eindruck, was die ganzen Werkzeuge machen können. Wenn ich jetzt hier den Pinselradius ein bisschen kleiner eingestellt habe, sehen wir, dass das auch hier wieder mit der Kante funktioniert. Wir klicken also auf die Kante, fahren rüber zur nächsten Kante, klicken hier nochmal und wir haben einen Cut reingesetzt. Jetzt haben wir schon ein bisschen zu viel Polygone. Wie kriegen wir die wieder gelöscht? Und zwar haben wir dazu weitere Werkzeuge hier unten drin. Und zwar gibt es das Polygone-Löschen-Werkzeug unter Optimieren. Hier können wir einmal draufklicken. Dann sehen wir, wie sich hier unsere Polygone einfärben, wenn wir hier drüber klicken. Und dann können wir eben die Polygone hier wieder rauslöschen. Wir können auch Kanten rauslöschen, sodass wir wieder hier nur ein schönes Polygon haben. Schauen wir nochmal ins Aufbauen und Teilen-Werkzeug, denn das kann noch mehr. Wenn wir hier mit der rechten Maustaste auf eine Kante oder auf eben so einen Vertex-Punkt gedrückt halten, also unsere rechte Maustaste gedrückt halten, können wir diese mit unserer Maus auf unserem Referenzmodell oder auf unserer Referenzmodelloberfläche verschieben. Und somit das Ganze auch zurecht tweaken. Also wir haben ein Werkzeug, um Polygone zu erstellen, um sie zu schneiden und das ganze Ding noch sauber hier zurecht zu tweaken. Das ist doch schon mal sehr, sehr toll. Also mit diesem einen Werkzeug können wir schon sehr, sehr viel machen in 3D Code. Gut, dann haben wir mit der Leertaste noch so eine kleine so ein kleines Auswahlmenü, ein Quick Access Menü, wie wir das zum Beispiel auch aus Maya kennen. Hier haben wir dann viele verschiedene Werkzeuge drauf, die wir dann auswählen können. Wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, uns hier Hotkeys anzulegen. Wenn wir auf ein Werkzeug draufgehen, die Ende-Taste drücken, dann können wir einen neuen Hotkey erstellen. Ich drücke hier zum Beispiel mal die 1. Dann sehen wir, dass die Tastenkombination schon belegt ist. Wir können das als Multitaste oder als Einzeltaste abspeichern. Dann wird das, wenn wir auf Einzeltaste drücken, dann natürlich überschrieben. Ich breche das Ganze mal ab. Man muss natürlich hier selbst entscheiden, wie man das Ganze sich zurecht aufbaut, je nachdem, wie man das eben braucht. Je länger man mit 3D Code arbeitet, umso mehr kommt man in das Ganze rein und weiß dann auch, welche Werkzeuge man hier wohl am meisten benutzt. Für den Anfang natürlich sehr zu empfehlen das Aufbauen und Teilen Werkzeug und für größere gerade Flächen natürlich auch unser quadratisches Werkzeug. Schauen wir uns einmal an, wie das funktioniert. Wir klicken an eine Kante und können hier mit zwei Klicks quasi ein neues Polygon erstellen. Einfach zwei Klicks und ein neues Polygon erstellt. Eignet sich natürlich hier für so lange Flächen, dass man hier ganz schnell
arbeiten kann. Es gibt natürlich hier auch noch weitere Aufbaumodi. Zum Beispiel ist hier auch noch der direkte Modi schön. Man kann hier einfach ein Polygon oder eine Kante raus extrudieren quasi und kann hier auch noch mit der Maus ein bisschen bestimmen, wie sich das Ganze eindreht. Und mit einem Klick hat man dann quasi ein Polygon erstellt. Wenn man jetzt hier an so eine Ecke kommt, ist es natürlich schwierig, mit diesem direkten Modus zu arbeiten. Da empfiehlt es natürlich wieder, die Zwei-Klick-Methode zu benutzen, damit man eben hier ganz genau sagen kann, wo denn die Vertices auf unserem Mesh sich befinden sollen. Und somit kann man eben sehr, sehr schön hier das Mesh aufbauen. Wenn man dann fertig ist mit der Retopolisierung in 3D Code, geht man einfach in das Dateimenü und sagt Retopo-Modell exportieren, dann wird das Ganze raus exportiert, ohne natürlich das Referenzmodell, also nur das grüne Mesh hier wird raus exportiert und man kann dann damit in einem weiteren 3D-Programm weiterarbeiten. Kurze Einführung zur Retopolisierung in 3D Code. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann!